Da Kosakenfilme in unserem Videoangebot absolute Renner sind, haben wir bei einer Vorstellung des Don Kosakenchors Viktor Kolischew in der süddeutschen Vorweihnachtszeit vorbeigeschaut. Russische Weihnacht hieß das Motto der Veranstaltung und der Chor wurde dabei noch von einer Instrumental- und einer Tanzgruppe verstärkt. Weitere Verstärkung, insbesondere elektronische, brauchte die stimmgewaltige Formation nicht, sodass es sich unser Filmteam alleine in der Technikkabine bequem machen konnte. Ein wichtiger Unterschied zwischen diesem Chor und anderen durch Mitteleuropa tourenden Kosakenchören ist, dass Kolischews Kosaken wirklich aus Russland kommen. Viele der anderen Ensembles stammen aus der weiß-kosakisch-exilrussischen Tradition und ihre Mitglieder sind ein Sammelsurium aus verschiedensten Nationalitäten. Kolischews Don Kosaken hingegen sind eine Gründung des neuen Russlands der 90er Jahre. Nach dem Ende der Sowjetunion lebte auch die Tradition der Reiterkrieger dort wieder auf. Der Gründervater Kolischew selbst war zuvor ein bekannter Opernsolist und versammelte Sänger mit musikalischer Fachausbildung um sich. Sein Don Kosakenchor trägt denn auch nicht einfach nur diesen Namen. Er gehört zur Moskauer Kosakengesellschaft, wurde anerkannt und gesegnet vom Patriarchen der russisch-orthodoxen Kirche und wird verstärkt durch Kosakenreservisten, den Donheeres der russischen Armee. Das Abendprogramm dieser Original-Kosaken bewegte sich zwischen russischem Volkstum, kaukasischen Tänzen und geistig-orthodoxen. Bekannte Melodien, die auch jeder deutsche Zuschauer kennt, waren natürlich dabei, wie Gorubejniki, Polyushko Polje, die Abendglocken oder Kalinka. Das Publikum in bei beiden Vorstellungen ausverkauften Haus war begeistert. Wer diesen Kosakenchor in seiner Region erleben kann und einen Sinn für russisches Volksgut hat, sollte bei der nächsten Tournee nicht zögern, sondern sich rechtzeitig Tickets sichern.